Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei Inspiriertsein TV. Und heute gibt es wie angekündigt eine kleine Meditation zum Nervensystem, um das eigene Nervensystem ein bisschen besser kennenzulernen mit kleinen Impulsen, wie man es auch wieder regulieren kann. In diesem Sinne, viel Freude beim Mitmachen. Könnt euch gerne nochmal bewegen, wenn ihr wollt. Ah, in der Wirbelsäule oder euch strecken. Und es ist jetzt zwar keine Bedingung für die folgende Meditation, aber ihr könnt euch natürlich gerne, wie gewohnt, einfinden im dritten Auge. Und wie wir jetzt erfahren haben, entscheidet ja der Zustand unseres Nervensystems darüber, ob wir mit dem höheren oder mit dem niederen Ich in Kontakt sind. Und die Meditation ist eigentlich immer so ein wunderbarer Rahmen, in dem wir unser Nervensystem wieder in Ruhe bringen können. In unser ventralen Vagus einladen können, wieder die Führung in unserem System zu übernehmen. Dazu braucht es eigentlich so wenig, weil schon allein dieses nach innen spüren, dieses nach innen spüren von unserer Beobachterinstanz im dritten Auge, unserem erwachsenen weisen Ich, hilft unserem Nervensystem, dass es sich beruhigen kann, dass wir in einem geerdeten und gleichzeitig angebundenen Zustand finden. Du kannst ja einfach mal in deinen Körper lauschen, ob es hier irgendwelche auffälligen Bereiche gibt. Also scanne ihn einfach mal ab nach warmen oder kalten Stellen. Nach Bereichen, die vielleicht angespannt, eingeengt sind. Vielleicht auch irgendwo weit und offen. Du brauchst nichts zu tun, sondern einfach nur zu beobachten. Zu einer gewissen wohlwollenden, offenen, interessierten Haltung. Also auch wenn es irgendwo vielleicht zwickt oder zwackt, oder pocht, oder sich eng oder unangenehm anfühlt. Beobachte doch einfach mal, was passiert, wenn du den Bereich, der am lautesten unangenehm gerade ist, einfach nur neugierig erforschst. Es kann ein Zahn oder eine Zahnwurzel sein. Spannung im Nacken. Druck im Kopf. Schmerzen im unteren Rücken, in der Hüftgegend. Was
immer es ist, lade es doch einfach mal ein, dass es sich zeigen darf. Dass es da sein darf. Guck mal, ob es sich dadurch verändert, ohne dass du etwas tust, sondern einfach, dass du damit bist. Vielleicht wird es stärker oder leiser. Vielleicht wandert es. Vielleicht verändert sich auch nichts. Es darf so sein, wie es ist. Und dann beobachte mal deinen Atem, also ohne ihn zu verändern, sondern einfach wie er von ganz alleine in seinem Rhythmus sich eingependelt hat. Und schau mal, ob er sich dadurch, dass du ihn beobachtest, verändert. Ohne dass du es bewusst machst. Weil vielleicht tiefer, schneller oder langsamer wird. Und es gibt ja drei Grundzustände unseres Nervensystems. Ganz vielen Mischungen und Geschmacksrichtungen dazwischen. Also entweder dominiert unser ventraler Vagus, dieser angebundene Zustand, oder wir sind sympathisch aktiviert im Flucht- und Kampfmodus, oder unser Erstarrungsschockmodus, der dorsale Vagus ist aktiv. Und diese drei Worte sind ja sehr abstrakt. Und ich lade euch jetzt ein, eigene Worte für diese Zustände zu finden, indem wir jetzt mal nacheinander durch diese drei Zustände reisen. Jetzt im Moment, nachdem du deine Körperempfindungen und deinen Atem einfach beobachtet hast, sollte dir dieser ventral dominierte Zustand des zentralen Vagus eigentlich leicht zugänglich sein. Also das ist der Zustand, in dem wir uns gut reguliert fühlen, sicher fühlen. Wo wir uns wohlfühlen. Das ist der Zustand, in dem wir in einer geordneten Aufmerksamkeit sind. Achtsam. Vielleicht würdest du diesen Zustand als geerdet, verbunden, wohlbefinden oder angebunden bezeichnen. Finde einfach mal das Wort, das für dich jetzt in diesem Moment am stimmigsten ist. Wenn dieser Teil des Nervensystems dominiert und auf gesunde Weise mit dem sympathischen Teil zusammenarbeitet, dann fühlst du dich sicher und lebendig. Du hast einen gesunden Tatendrang.
Dein Sympathikus stellt dir die nötige Energie bereit, die du brauchst, um die Dinge anzupacken, die du gerne tun möchtest. Und der dorsale Vagus, der versorgt dich über die Verdauung mit Nährstoffen, weil auch er arbeitet sanft im Hintergrund und er ist der nährende Anteil in uns. Aber wenn es uns gut geht und wir uns sicher fühlen, uns gut versorgt und nährt, das kannst du dir so vorstellen, als würde dein ventraler Vagus die anderen beiden Anteile in einer liebevollen, warmen Umarmung halten. Dieser Zustand gibt dir die Möglichkeit, dass du dich sicher durch diese Welt bewegst. Dass du die Möglichkeiten siehst, die sich dir bieten. Das Meer an Möglichkeiten. Und wenn dann etwas passiert, was überwältigend wird, was dich überfordert, was dein System überfordert, und du Hinweise von Gefahr wahrnimmst, von Trennung, von Spaltung bombardiert wirst und Hinweise von Sicherheit und Verbundenheit fehlen, dann wird dein sympathischer Anteil des Nervensystems immer mehr aktiviert. Kampf und Flucht, Angst oder Wut treten dann in den Vordergrund. Du bist dann alarmiert, gerätst in Panik, bist dann auf einmal hyperwachsam. Und es gibt dann diese zwei Wege, dass du eher ängstlich und sorgenvoll und in deinen Gedankenspiralen mit wie könnte das nur werden und ich verliere die Kontrolle beschäftigt bist. Oder eher eine aggressive, mobilisierende Energie. Das Gefühl, ich muss jetzt handeln. Ich muss aktiv werden. Aber es hat eher eine ungeordnete, geordnete, chaotische, überwältigende Energie. Und wir kennen auch beides. Wenn der Sympathikus kontrolliert, dann setzt auch die Verdauung aus. Dann können wir keine Nährstoffe mehr aufnehmen. Ganz viele Hypersensibilitäten in Sachen Ernährung haben ihren Ursprung darin, dass wir zu oft im Sympathikus oder im zu stark dorsalen Modus sind. Und wenn mein Sympathikus aktiviert ist, dann merke ich so eine Wusch-Energie, die von unten nach oben hochkommt. Meine Hände ballen sich. Und daran merke ich, dass ich aus dem Gleichgewicht gerate. Und schau mal, wie das bei dir ist. Wie fühlt sich das bei dir an, wenn dein Sympathikus übernimmt? Tendierst du dann mehr in die ängstliche, sorgenvolle Richtung? Oder nein, ich muss noch hier, ich muss noch dies und diesen blinden Aktivismus? Dieses Leistungsdilemma? Oder bist du dann schnell wütend und frustriert? Und sind die anderen dann schnell schuld? Und wenn wir aus dieser Überlebensenergie nicht zurück in die Regulierung finden, also diese Überforderung noch mehr, noch größer wird oder zu lange anhält, dann übernimmt irgendwann der dorsale Vagus die Energie, die dann abflacht, die uns ruhig stellt.
dieser Shutdown, dieser innere Kollaps, der sich aber auch nur so wie ein leichtes Gefühl von Verschwindensein anfühlen kann. Also dieses, hier übernimmt dieses, oh, die Welt ist unsicher, die Menschen sind unsicher und Verschwinden ist eigentlich die bessere Lösung. Und dieser Zustand, der rettet uns auch vor dieser chaotischen, überfordernden Sympathikus-Energie. Er nimmt uns raus, trennt uns ab. Wir sind dann auch wirklich wie gerettet von dieser Überwältigung der Sympathikus-Energie. Aber es ist ein leerer Zustand. Wir sind dabei wie abgeschnitten. Wir sind dann gar nicht wirklich hier. Wissen dann vielleicht gar nicht, was wir die letzten 3 Stunden getan haben, haben vielleicht noch funktioniert. Aber wir sind weg, dissoziiert. Oder wir haben aufgegeben, sind verzweifelt. Was sind so die Zustände, wenn der ventrale Vagus übernimmt? Woran merkst du das? Flüchtest du dann in den Kopf? Eine Fantasie? Hast du dann den Impuls, dich ins Bett zurückzuziehen und unter die Bettdecke zu verkriechen? Oder bist du dann einfach zu nichts mehr zu gebrauchen, kannst nicht mehr klar denken, fühlst dich hilflos und verzweifelt. So, reflektier noch mal einen Moment über diese 3 Zustände, wie sie sich anfühlen können. Der ventrale Vagus, der Ort der Fülle, der Ort der Möglichkeiten, des Angebundenseins, des Geerdetseins, dich sicher zu fühlen, auch in der Lage zu fühlen, andere zu unterstützen, genug zu haben. Dieser Geschmack, der könnte begleitet sein von dieser leidenschaftlichen Energie, wenn du in ein Projekt involviert bist, das dich erfüllt und mit einem Thema begeistert bist. Bereit bist, dich zu engagieren. Es könnte aber auch eher spielerisch sein, kreativ. Auch das ist nur im ventralen Modus möglich. Also was ist für dich der ventrale Modus? Was ist für dich der Sympathikus-dominierte Zustand? Denk doch jetzt mal ganz bewusst an einen Zustand, eine Situation aus von heute oder den letzten Tagen, die dich aktiviert hat, die dein Nervensystem aktiviert hat. Ob jetzt eher diesen sympathischen Wut-Angst-Teil oder diesen komplett überfordernden Verzweiflungszusammenbruchsanteil. Das kann ja nur ganz leicht gewesen sein. Also nimm jetzt keine riesig schwierige Situation, sondern etwas, wo du sagst, ja, da war ich schon leicht angetriggert. Das war intensiv, unangenehm, so wie heute bei mir mit dem Brötchen. Und dann erinnere dich mal, was deine erste Alarmreaktion war. Wie hat dein Nervensystem reagiert? Wohin ist es gegangen? Erinnere dich auch daran, wie du wirklich reagiert hast, was du getan hast in diesem Moment, wie du umgegangen bist mit dieser nicht ganz einfachen Situation.
Und dann mach dir bewusst, dass dein Nervensystem nicht böse ist, sondern dass diese Reaktion, wie immer sie auch geartet war, zu deinem Besten ausgelegt ist, zu deinem Schutz. Dass dein Nervensystem Gefahr wahrgenommen hat und es dich schützen wollte. Es ist, als würdest du vom dritten Auge, von dem hoffentlich jetzt zentral gesteuerten Zustand, in dem du jetzt dich befindest, dich wie rückerinnern, zurückschauen zu dieser Situation und mit diesem wohlwollenden Beobachter auf die Reaktion deines Nervensystems schauen und sagen, natürlich hast du so reagiert. Verständlich, dass du so reagiert hast. Und spür mal, was jetzt in deinem Körper passiert, wenn du so mit deinem Nervensystem kommunizierst. Wenn du so mitfühlend, wenn ich sagen kann, ja, natürlich war ich empört, weil ich dieses Brötchen gerne gegessen hätte. Wenn ich gedacht habe, dass Jens es essen will. Und als ich gedacht habe, er hätte es nicht gegessen, war ich empört. Und weil mir auch wichtig ist, dass Lebensmittel nicht verschwendet werden, nicht einfach hart werden. Natürlich wollte mein Nervensystem mich doch schützen. Wollte einstehen für meine Werte. Einstehen für das, was mir wichtig ist. Und vielleicht wollte dein Nervensystem dich mit Sorge oder mit Rückzug abschalten, schützen. Schützen vor Überforderung. Schützen vor Gefahr. Aber das Schöne ist, wir müssen den Impulsen des Nervensystems nicht einfach Folge leisten, sondern wenn wir in dieser Beobachterposition sind, dann können wir sie einfach wahrnehmen, wenn sie aufsteigen. Wenn die höhere Instanz in uns einladen, zu reflektieren. Ist es jetzt wirklich angemessen, unserem niederen Nervensystem zu folgen? Droht wirklich Gefahrenverzug? Oder hänge ich an einer Geschichte und interpretiere das hier und jetzt der Brille meiner Vergangenheit? Wie würde ich stattdessen in solchen Situationen gerne agieren? Wie würde mein ventral gesteuertes Nervensystem agieren? Die weise Instanz in mir. Wie hätte mein höheres Selbst in diesem Moment reagiert? Und was kann ich tun, um diesem Ideal einen nächsten Schritt näher zu kommen? Und hier bleiben wir einfach mal für ein paar Minuten.
Wenn ich mir mit meinem weisen Ich oder meinem höheren Selbst in Kontakt bin, dann würde ich viel öfter den Mut finden, mich verletzlich statt wütend zu zeigen. Vielleicht würdest du dich selbstbewusster statt klein zeigen. Wie auch immer. Unser Nervensystem ist nicht unser Feind, sondern es dient dazu, unser Überleben zu sichern. Und wenn wir unsere höheren Anteile einladen, immer mehr in diesen physischen Körper einzuziehen, ihn zu bewohnen, dann sind wir diesen alarmierten Zuständen immer weniger ausgeliefert. Finden immer besser zurück in die Regulation. Und dann werden wir tatsächlich zur Orientierung für andere. Weil Nervensysteme miteinander kommunizieren, sogar über den Bildschirm hinweg. Wenn du dafür sorgst, dass du dich immer öfter in einem regulierten, ventral gesteuerten Zustand befindest, dann hat das einen Einfluss auf die Menschen, mit denen du zu tun bist. Die Deb Dana oder der Steve Porges, ich weiß nicht mehr genau, wer die sagen, wir verändern die Welt durch ein Nervensystem nach dem anderen. Wenn wir uns sicher genug fühlen, dann wird auch die Welt zu einem sicheren Ort. Dann mach dir nochmal deinen Körper bewusst. Fang vielleicht an, deine Zunge zu bewegen, deine Fingerspitzen. Dichte dein Bewusstsein langsam wieder. Sich dann auch wieder merklich bewegen und dann wieder ganz anzukommen im Hier und Jetzt. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, wie die Erfahrung für dich war in der Meditation und vielleicht hast du ja Lust, einen Kommentar zu hinterlassen. In diesem Sinne, gehabt dich wohl und bis zum nächsten Mal. Tschüss!